Ja, heißt es der Tag des Jahres 2019 und heute gibt es eine Thema-Ausgabe. Wie immer, dienstags, nein, donnerstags um 18 Uhr hier bei Dercho TV und heute geht es um Boris Johnson, der neue Premierminister Großbritanniens. Gestern hat er die Amtsgeschäfte übernommen, heute muss er schon bangen. Was ist derweil in diesen letzten Stunden, seit Dienstag nämlich, passiert, wo er nämlich zum neuen Premier bzw. zum neuen Chef der Konservativen gewählt wurde? Das alles jetzt hier bei Thema. Boris Johnson, der neue Premierminister Großbritanniens, und damit einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Dercho TV Thema am heutigen Donnerstag. Ja, Boris Johnson heißt der neue Mann an der Spitze Großbritanniens und auch an der Spitze der Konservativen, denn er hat die Tory-Abstimmung am Dienstag gewonnen. Nachdem Theresa May dreimal mit ihrem Brexit-Abkommen nicht durchgekommen ist, hat sie im Mai, Juni nämlich ihren Rücktritt angekündigt als Vorsitzende der Tories, der Konservativen in Großbritannien und natürlich auch damit als Premierminister. Denn in Großbritannien ist es so, bist du Parteichef, bist du auch automatisch Regierungschef, sei es so, dass deine Partei halt auch die Regierung stellt. So könnte man das dann auch eigentlich sagen. Das Ganze ist nun Boris Johnson passiert, dem Brexit-Hardliner, der nämlich mit 92.000 Stimmen mit 92.000, besser gesagt, der 160.000 Stimmen der Parteimitglieder der Konservativen am Dienstag zum neuen Premierminister ernannt wurde. Sein Kontrahent Jeremy Hunt bekam insgesamt 47.000 Stimmen. Auf Twitter schrieb Hunt auch, sie werden in diesem kritischen Augenblick ein großartiger Premierminister für unser Land sein. Johnson kündigte am Dienstag an, das Land zu einen zu wollen und den Brexit zu liefern. Er wolle den Wunsch nach Freundschaft mit Europa und die Sehnsucht nach demokratischer Selbstbestimmung vereinigen. Es sei eine außerordentliche Ehre und ein Privileg, so sagte es, die Konservativen zu führen. Doch wer ist Boris Johnson? Wer ist das überhaupt eigentlich? Wir haben da mal was für euch zusammengestellt, so einen kleinen Steckbrief. Und das ist nämlich das, was Boris Johnson unter anderem nämlich ist. Geboren am 19. Juni 1964 in New York, ja, in New York, in den USA, das ist wirklich kein Scherz, war unter anderem vor seiner politischen Karriere Journalist, das muss man auch nochmal so sagen, war von 2007 bis 2016, beziehungsweise von 2008, Bürgermeister der britischen Hauptstadt London und sitzt seit 2015 nun wieder im britischen Parlament. Vorher saß er auch schon drin, nun war er auch, sagen wir mal, da auch höchst umstritten, wie er sonst eigentlich auch ist. Er ist Befürworter des Brexits, also dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, der ja 2016 durchs Volk nun, sagen wir mal, vollzogen werden sollte und war unter Theresa May bis letztes Jahr noch Außenminister, danach einfacher Parlamentarier und Kolumnist und ist nun seit gestern offiziell neuer britischer Premierminister. Ja. Da gab es auch entsprechende Gratulationen, aber auch Forderungen, wie zum Beispiel von Oppositionschef Jeremy Corbyn von der Labour. Was anderes von Corbyn außer Neuwahlen hören wir eigentlich von ihm nicht. Der fordert sie nämlich auch weiterhin, denn Johnson sei nämlich von weniger als 100.000 Parteimitgliedern der Konservativen unterstützt worden und habe nicht das Land hinter sich gebracht, schrieb er auf Twitter. Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan nannte den Brexit eine katastrophale Bedrohung. Auch Positives gab es, und zwar nämlich genauer gesagt von Donald Trump. Der hat ihn nämlich direkt als erstes gratuliert. Er werde ein guter Premier sein, schrieb er auf Twitter. Er hatte schon mehrfach seine Sympathien für Johnson und dessen populistischen Politikstil publik gemacht und wird in Großbritannien ja auch, also sprich Boris Johnson, als britischer Donald Trump genannt. Trump hat das ein bisschen missverstanden, denn wir wissen ja, die halbe Welt oder fast die ganze Welt hasst Donald Trump. Und Trump hat das so irgendwie gesehen, von wegen, die Briten mögen mich. Naja, wer weiß, wie das so sein sollte. Auch aus Brüssel kamen nämlich Gratulationen. Noch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gratulierte Boris Johnson ebenfalls zur Wahl und erklärte seine Bereitschaft, mit dem künftigen britischen Premierminister auf bestmögliche Weise zusammenzuarbeiten. Michel Barnier, der Chefunterhändler in Brüssel zum Brexit, erklärte, er freue sich darauf, konstruktiv mit Johnson zusammenzuarbeiten, um die Ratifizierung des Austrittsabkommens zu erleichtern und einen geordneten
Brexit zu erreichen. Auch die künftige EU-Kommissionspräsidentin hat sich nämlich geäußert, Ursula von der Leyen. Sie hofft auf konstruktive Zusammenarbeit. Wir müssen viele verschiedene und schwierige Probleme zusammengehen, sagte sie am Dienstag in Paris, als sie sich mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron getroffen hatte. Ja, doch was ist denn nun so jetzt in den letzten 48 Stunden von diesem heutigen Donnerstag an, also von Dienstag an bis heute passiert? Ganz einfach, Theresa May ist ja nun nicht mehr britische Premierministerin. Sie ist ja gestern gegangen. Gestern gab es nämlich noch eine Prime Minister's Question, also sprich eine Fragerunde, die es nämlich noch gab. Das Rücktrittsgesuch dann gestern Nachmittag unserer Zeit hatte sie dann den Rücktritt an die Queen abgegeben. Sie hat auch entsprechend sich dann auch, sagen wir mal, nicht widersetzt und hat natürlich gesagt, klar, wir machen das. Dabei dankte sie besonders auch ihren Ehemann bei ihrer letzten Rede als Premierministerin in der Downing Street. Und nachdem ja May dreimal mit ihrem Abkommen ja im Parlament ja gescheitert ist und hatte sie dann auch im Mai dann gesagt, okay, ich höre auf, das hat gar keinen Sinn mehr, das Ganze auch noch durchzuziehen. Bei ihrer letzten Ansprache als Regierungschefin sagte sie, sie habe versucht, für das gesamte Vereinigte Königreich funktionierenden Brexit zu erreichen. Dies sei nun die drängendste Aufgabe von ihrem Nachfolger Boris Johnson. Ja, sie wünsche ihm viel Glück in der künftigen Regierung für die kommenden Monate und Jahre auch viel Glück. Im Unterhaus hatte sie zuvor ihrem Nachfolger ihre volle Unterstützung zugesichert und sie beschrieb ihn als einen Mann, mit dem ich in meinem Kabinett gearbeitet habe, der ein Konservativer ist und im Wahlkampf antrat mit dem Versprechen, den Brexit zu liefern. Das will ja Boris Johnson auch, denn Johnson gilt als Exzentriker, der auch, sagen wir es mal so, mit der Wahrheit ja nicht so oft genug nimmt. Es gab ja im Vorfeld schon bei dieser parteiinternen Abstimmung zum neuen Vorsitzenden der Konservativen ja auch ein kleines Skandelchen um Johnson, dass er nämlich beim Brexit-Wahlkampf nämlich gelogen hat. Er musste nicht vor Gericht, das war nochmal Glück für ihn. Trotzdem, er hat auch gesagt, das hat Johnson auch gesagt, da werden wir auch gleich dazu kommen, er will den Brexit am 31. Oktober liefern. Komme, was wolle, also sprich sogar auch ohne Abkommen. Würde also auch die Alarmglocken nicht nur in der EU, sondern auch in Großbritannien, sagen wir mal, höher schlagen lassen. Kommen wir aber zurück zur nun Ex-Premierministerin Theresa May. Sie wurde von den Abgeordneten gestern im Unterhaus von London mit Applaus verabschiedet. Mit Blick auf die vergangenen Jahre sagte May lächelnd, sie haben mehr als 4500 Fragen des Unterhauses beantwortet, deutlich mehr als sie erwartet hätte. Und sie freute sich auch nun in Zukunft nun selbst Fragen stellen zu dürfen, denn sie bleibt als Abgeordnete weiterhin im Unterhaus tätig. Ihrem Widersacher bei der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, also, oder wie wir ihn jetzt eigentlich auch nennen können, der Mann, der nur Neuwahlen will, legte May den Rücktritt nahe. Was anderes ist ja eigentlich auch nicht passiert. May ist eigentlich zurückgetreten als Parteichefin, die akzeptiert habe, dass ihre Zeit zu Ende sei, konnte sie Corbyn fragen, ob sie nicht ob seine Zeit dafür gekommen sei, sagte May im britischen Unterhaus. Also nochmal ein Seitenhieb gegen den Mann, der eigentlich nur Neuwahlen will. Unter Johnson dürfte sich das Kabinett auch stark verändern, denn im Vorfeld des Machtwechsels in der Downing Street sind auch nämlich schon einige Minister zurückgetreten. Philip Hammond unter anderem als Finanzminister, Justizminister David Gawk hat schon zu Beginn dieser Woche angekündigt, sollte Johnson neuer Parteichef werden, trete ich zurück als Justizminister. Auch der Entwicklungshilfeminister Roy Stewart hat nämlich dann auch, nun getan. Die drei EU-freundlichen Tory-Politiker haben das ja auch schon in den letzten Tagen gemacht und wir kommen aber auch gleich dazu, was sich nämlich noch so im Kabinett von Boris Johnson ändern wird. Direkt nachdem ja dann die alte Premierministerin Theresa May nämlich dann ihren Rücktrittsgesuch bei der Königin abgeliefert hatte, kam Boris Johnson zur Königin, natürlich Her Majesty und so weiter und so fort. Und dann kam er zu Downing Street Number 10. Seine erste Rede als gewählter Premierminister, beziehungsweise nicht als gewählter Premierminister, denn man muss auch sagen, Boris Johnson hat bisher keine Wahl als Premierminister abgehalten. Könnte sich heute auch nochmal ändern, denn da steht ein Misstrauensvotum gegen ihn an. Dazu empfehle ich, auf unsere Homepage zu gehen, derchotv.de. Das verfolgen wir mit so einem Blick,
in Richtung London. In seiner Rede hat er auch angekündigt, die er gestern Abend gehalten hat, sofort die Arbeit starten zu wollen. Seine Regierung werde dann auch mit vollem Einsatz loslegen, um die Versprechen zu erfüllen, die ihm natürlich, die er machen will, nämlich eins, den Brexit am 31.10. abzuliefern, am Halloween. Er zeigte sich überzeugt, dass es ihm gelingen werde, auch einen besseren Deal mit der EU auszuhandeln. Und sollte das nicht dazu kommen, würde es eben stumpf einen No-Brexit-Deal geben, so einfach wie das ist. Das Land werde sich darauf auch vorbereiten. Niemand sollte die Entschlossenheit Großbritanniens unterschätzen. Wer gegen uns wettet, wird sein letztes Hemd verlieren, so Johnson in seiner Rede. Doch damit war er noch lange nicht fertig, muss man auch noch sagen, denn das Thema Brexit ist ja nicht nur etwas, was Johnson auch bewegt. Denn Johnson gab auch eine ganze Reihe innenpolitischer Versprechungen ab. Mehr Polizisten, Ausbau von Krankenhäusern, ein klarer Plan für die Pflegereform und mehr Geld für die Bildung. Das sind unter anderem auch nämlich Themen gewesen, aber auch Breitbandausbau und Infrastruktur, also das, was Konservative immer ankündigen, aber dann hinter sich lassen, weil sie das zu modern wahrscheinlich finden oder so. Das kann man so oder so halt sehen. Ich werde persönlich die Verantwortung übernehmen, sagte er. In britischen Medien wurde vor allem auch nach der Rede von Johnson vor allem zwei Dinge diskutiert. Zu einem, wie energisch und wie engagiert er gewirkt hat. Also merkt man wahrscheinlich so ein bisschen, dass er Bock auf diesen Job hat und auch weiß, vor ihm steht eine Menge Arbeit. Und zum anderen aber auch, dass er die Details, die er zu seinen Versprechen nämlich gesagt hat, der Polizei und so weiter und so fort, noch gar nicht mal so richtig detailliert erzählt hat. Wird ein bisschen schwer sein. Das Ganze dann mit einem neuen Team, denn es wird nämlich so sein, dass einige, die nun im Kabinett von May waren, gehen werden, bleiben oder zurückkommen werden, dann aber im Kabinett Boris Johnson, beziehungsweise im Kabinett Johnson, und da gibt es nämlich einige. Wer geht unter anderem? Das haben wir ja schon gesagt, Philip Hammond, Finanzminister, David Gork, Justizminister und der Entwicklungsminister Roy Stewart haben ihren Rücktritt angegeben, und auch David Lidington und Wirtschaftsminister Clegg Gark haben ihre Ämter aufgegeben. Unter anderem ist auch gestern Abend, nur ein, zwei Stunden nach der Rede von Boris Johnson als Premierminister, bekannt geworden, dass ein Kontrahent bei der Wahl zum Vorsitzenden der Tories, der Konservativen, Jeremy Hunt, als Außenminister rausgeflogen ist. Das muss man auch sagen. Er hatte sich nämlich geehrt gefühlt, wenn er seine Arbeit im Außenministerium hätte weiterführen dürfen, schrieb Hunt gestern noch auf Twitter. Er könne aber verstehen, dass der Premier ein neues Team aufbauen will. Zudem habe, so heißt es auch von Hunt selbst, Johnson eine neue Rolle angeboten, aber nach 9 Jahren im Kabinett sei es nun an der Zeit, auf die Hinterbänke des britischen Unterhauses zurückzukehren, und er werde Johnson von dort aus unterstützen. Und wird man dann sehen. Wer kommt, das werden wir sehen, denn es gibt einen neuen Außenminister, das wird nämlich der Ex-Brexit-Minister Dominic Raab. Er wird nämlich neuer Außenminister. Er ist ja letztes Jahr im November zurückgetreten, wegen den Plänen von Theresa May in Sachen Brexit. Nun kehrt er wieder zurück, und er ist ja auch einer der Hardliner in Sachen Brexit. Kurz nach seiner Ernennung sagte er, es sei das Wichtigste sei, Großbritannien aus der EU zu bringen, hoffentlich mit einem Deal. Also sieht das Raab ein bisschen anders als Johnson. Johnson ist es egal, ob mit oder ohne Deal, denn Johnson will raus aus der EU, denn diese Machenschaften oder kontrollierende Sachen, die da in Brüssel ja abgehen, seien nicht britisch genug, so heißt es. Und wir wissen ja sowieso, die Briten wollen ja immer eine Extrawurst haben, egal um was es ging bei der EU. Auch Patty Patel kommt zurück, ehemalige Entwicklungsministerin unter Theresa May unter anderem, wird zurück ins Kabinett kommen und wird nun Innenministerin. November 2017 musste sie ja zurücktreten, nachdem sie ohne Absprache im Israel-Urlaub sich mit dem damaligen Ministerpräsidenten Israels Benjamin Netanyahu getroffen hatte. Patel ist eine große Brexit-Anhängerin und zählt ebenfalls auch zum rechten Tory-Flügel, also eine Rechte in der Regierung, das kennt man ja auch aus anderen Ländern. Auch das Handelsministerium in Großbritannien wird neu belegt. Liz Truss wird nämlich neue Handelsministerin. Ursprünglich hatte sie sich für einen Verbleib Großbritanniens in der EU eingesetzt, doch später hat sie dann gesagt, ja nee, doch nicht, dann lieber doch aus der EU austreten. Ebenfalls ist auch die Personalie nämlich
eine andere, wenn nicht aber auch auf Kabinettsebene, also kein Ministeramt, sondern es geht um Dominic Cummings. Er wird ranghoher Berater der Regierung von Boris Johnson, denn er gilt als Architekt der Vote Leave-Kampagne, also sprich die Kampagne, die dafür gesorgt hat, dass Großbritannien überhaupt aus der EU ausgetreten ist. Und die Kampagne ist auch äußerst umstritten gewesen, inhaltlich, aber auch finanziell. Nämlich, so wurden auch Versprechungen gemacht. Ich sage nur das Thema, das ganze Geld, was ja angeblich nach Brüssel gehen sollte, da war ja unter anderem ja auch jetzt der Chef der Brexit-Partei, Nigel Farage, ja auch für einen Austritt aus der EU, weswegen er ja jetzt auch die Brexit-Partei gegründet hat, und hat gesagt, das ganze Geld, was nämlich nach Brüssel geht, kann man jetzt in die Gesundheitsversorgung stecken. Das waren so um die, ich weiß nicht, 6 Milliarden Pfund. Ja, einen Tag später, nachdem Großbritannien aus der EU nun offiziell ausgetreten ist, beziehungsweise den Brexit entschieden hat, wusste niemand mehr davon was. Sehr umstritten und auch entsprechend sehr kritisiert. Wechsel gibt es auch. Neuer Vizepremierminister wird unter anderem Michael Gove, der bisher Umweltminister war und nun auch einer der vielen Kandidaten halt war um den Tory-Vorsitz und auch um den Vorsitz also des Regierungschefs. Er war in der fünften Runde schon ausgeschieden und neben Johnson gehörte Gove auch zu den Gesichtern der Brexit-Kampagne. Zudem gilt er auch als moderat. Er schließt auch eine weitere Brexit-Verschiebung nicht aus, also sprich definitiv 31. Oktober soll Schluss sein. Der bisherige Innenminister Sajid Javid wird neuer Finanzminister. Der Sohn eines Einwanderers aus Pakistan hat auch schon lange in der Finanzbranche gearbeitet. Warum nicht? Passt ja dann eher, als wenn man Innenminister ist. Und unter anderem war er auch Manager bei der Deutschen Bank. Ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist, das kann man jetzt so hinterher selbst beurteilen. Man wird es dann so sehen. Wer auch im Übrigen bleibt und das nur als einziger nämlich in seinem Amt, ist nämlich der amtierende Brexit-Minister. Stephen Barclay, er bleibt weiterhin auch Brexit-Minister. Naja, bis der Brexit vollzogen ist, weil dann muss man auch wirklich sagen, ja, bis er dann halt seinen Job verloren hat. So muss man das sehen. Ja, das ist dann das neue Kabinett von Boris Johnson. Ihr könnt gerne in den Kommentaren eure eigene Meinung gerne dazu rauslassen über Boris Johnson an sich, aber bitte bleibt sachlich, denn wir wissen ja, heutzutage ist es ja so, und da gebe ich ja auch offen und ehrlich zu, da bin ich halt auch in diesem Dienstag auch ein bisschen böse gewesen, denn ich habe unter anderem ja Gratulations-Retweet auch noch was Besonderes geschrieben, aber nun gut. Jeder hat da seine eigene Meinung, wir leben in einer freien Meinungsäußerung, wir leben in einem freien Land, wo sich frei geäußert werden kann, aber wenn, dann können wir auch bitte das dann auch noch sachlich machen, weswegen ich ja beide eigentlich nicht mag, aber das ist eine andere Sache. Deswegen eure persönliche Meinung gerne in die Kommentare, auch wenn ihr euch wahrscheinlich sagt, mir ist es zu warm, um einen Kommentar zu schreiben. Aber nun gut, werden wir sehen, was dann auch entsprechend die neue Regierung machen wird. Demnächst wird ja auch dann wieder nach der Sommerpause ein EU-Gipfel anstehen. Ja, wir sind aber jetzt, das kann ich schon mal verraten, am Ende unserer Themasendung für heute. Nächste Woche ist eine ganz besondere Themaausgabe, denn sie wird am 1. August stattfinden. Für uns hier bei Dercho TV immer ein besonderer Tag, denn das ist der Gründungstag von Dercho TV. Nächste Woche werden wir also stolze 11 Jahre alt und das kündige ich schon mal an. Diese Themaausgabe wird live ausgestrahlt. Nicht hier auf YouTube, sondern auf Twitch, ganz besonders. Und wir werden in diesen knapp 1,5 Stunden, vielleicht sogar auch nur eine Stunde, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, über Dercho TV an sich reden. Ja, eine ganz besondere Sache, muss ich auch nochmal sagen. Also, da werde ich mich darauf vorbereiten, nächste Woche am 1. August. Am kommenden Wochenende, beziehungsweise ab morgen, gibt es kein Update Politik. Es gibt eine kleine Pause. Nächste Woche gibt es ja aber auch so grobe Änderungen. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen, wir haben einen neuen News-Ticker seit letzter Woche. Wir haben aber auch ein bisschen an dem Design gearbeitet. Deswegen wird es ab nächster Woche, beziehungsweise schon zum 1. August dann hin, beziehungsweise ab nächster Woche an sich, wird es dann auch neue Intros geben, beziehungsweise es wird dann sich auch so ein bisschen was ändern, also freut euch drauf. Außerdem, das habe ich ja auch schon dann erwähnt, Thema nächste Woche dann zum 11. Geburtstag von Dercho TV live. Wir werden entsprechend dann auch an dem Wochenende danach auch noch einen Livestream haben. Vielleicht mache ich das gemeinsam mit meinem Mitbewohner, dem lieben ErrorLP, den ihr wahrscheinlich auch kennt, der mal
ihr wahrscheinlich ab und zu mal auf unserem Twitch-Kanal hier mal rumtanzen gesehen habt, beziehungsweise die Tür hinter mir immer geöffnet gesehen habt. Und dann können wir mal sehen, was dann noch so passieren wird. Derweil aber trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Das war es nämlich von der Echo-TV-Thema für den heutigen Donnerstag. Nächste Woche gibt es dann auch wieder eine Ausgabe, das habe ich schon erwähnt, um 18 Uhr dann live auf Twitch. Da werde ich auch nochmal schön Werbung für machen. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Also dann und kommt gut durch die heißen Tage. Bis dahin, tschüss.